Servus, liebe Zeitreisende. So, heute ein Update. Eine neue Kamera haben wir, die ich mir schon so im tiefen Inneren so sehnlichst gewünscht habe, immer sowas zu haben. Und ja, wie der Zufall es will, hat die liebe Svenja das geschafft zu organisieren, mit der Hilfe ein paar Leuten, mir diese GoPro, und zwar die GoPro Nummer 8, zu schenken. Und ich dachte, ich werde es einfach zeigen, mit was ich die nächste Zeit filmen werde. Und ich glaube, es ist ein ziemlich cooles Teil. Und dachte ich, ich nehme euch mit, wie ich das auspacke, was es alles beinhaltet, was man alles damit machen kann. Und werde dann am Ende des Videos noch mal kurz rausgehen, ein Video machen mit meinem Handy, was ich ja in der Regel bisher die meisten Videos mit dem Handy gemacht habe. Aktuell filmen wir mit der Spiegelreflexkamera, weil wir halt uns, weil oder beziehungsweise ich mich nicht bewege, deswegen ist es einfacher. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los, packen wir dieses wunderschöne Stück aus und schauen wir mal, was es so zu bieten hat. Ich meine, allein das Cover ist ziemlich cool, man sieht, dass es wasserdicht ist. Dann hat es eine 12-Megapixel-Kamera, was eigentlich sehr gut ist. Videoauflösung ist 1080p42 und eine 8-fache Slow-Mo. So, dieses Hypersmooth 2.0, und zwar ist das folgendes, dass wenn ich mich filme und dann mich dabei bewege oder sowas, das ist so ein Bildstabilisator im Endeffekt, der dann das alles ausgleicht. Ich kann auch gleichzeitig live streamen, was eigentlich ziemlich cool ist, habe ich noch nie gemacht. Dann gibt es Live Burst, weiß nicht was das ist, super Foto in HDR, RAW-Datei, das ist sehr gut. Dann kann man die Bilder eventuell noch bearbeiten. Und ich sehe, es ist auf jeden Fall wasserdicht, bis zu 10 Meter tief. Cool, das ist perfekt, weil wenn wir unsere Wanderung hier im Juli machen werden, in Estland, passt das nämlich perfekt. Es gibt jetzt nämlich sehr viele Seen hier in Estland. Und so hat sogar ein GPS-Gerät oder wie GPS eingebaut. Ja, ziemlich cool, ziemlich faszinierend. Hier hinten sieht man halt, wie die Leute mit den Fahrrädern unterwegs sind und sich filmen. Aber jetzt schauen wir mal, was es hier alles hat. So, die Verpackung lege ich mal so hin, damit man sieht, was es ist. Also hier eigentlich ein ziemlich kleines Stück, ne, wenn man das sieht. Sieht echt cool aus. Bin mal gespannt, was es gibt, was es noch auf sich hat mit dem. Das kann man irgendwie abnehmen. Hoch. Aha. So. Da haben wir das gute Stück. Cool, freut mich. Ich bin echt gespannt. Also das ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Es ist ziemlich leicht. Und ich denke mal, wenn man das dann in der Hand hält und sich dann so filmt, so, damit ihr das sehen könnt. Hey Leute, hier bin ich. Oh, lalala, ich erzähle euch eine Geschichte mal wieder. Na gut. Ja, dann schauen wir mal, was es alles hier hat. Das ist schon mal cool. Und zwar sind es GoPro-Sticker. Die werden auf jeden Fall angeklebt, sobald sich der unzureichende Kundenservice von Acer sich mal meldet. Ich sage euch eins, legt euch keine Notebooks von Acer zu, beziehungsweise wenn ihr das habt, ein gutes Stück, aber der Kundenservice ist mangelhaft. Katastrophe. Ich kann es euch nicht empfehlen, irgendwas bei denen zu machen. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. So, schauen wir mal, was wir haben. Wir haben einmal Akku, ein zweites Akku. Dann haben wir eine 32 GB Micro SD Karte. Sehr gut. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, das ist dieses Umschnallgurt für den Kopf. Und weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, muss ich mich noch beschäftigen.
So, dann haben wir einen USB-Stick. Da steht sogar extra GoPro, ziemlich cool. Ist auch voll praktisch, weil da kann man die GoPro, wenn ich das jetzt richtig verstehe, über unsere Solarpanel bzw. eine Powerbank aufladen, was dann ziemlich cool und praktisch ist. So, also in dieser Box ist es gekommen. Die Box ist jetzt fertig. Da ist nichts mehr drin, die ist leer. Und was wir hier haben, ist quasi mein Selfie-Stick bzw. GoPro-Selfie-Stick. Auch hier steht GoPro drauf und man kann, denke ich mal, das Gerät, ja, kann man hier aufstellen und dann sich so filmen, ziemlich praktisch. Und irgendwie habe ich gesehen, dass man das noch hochschieben kann. Habe ich das vorab schon gesehen. Muss man drehen. Ah, ja, schaut. So, guckt. So sieht es dann aus. Ziemlich praktisch alles. Sehr gut gemacht. Also ich bin echt höchst zufrieden und auch echt gespannt, was das Zeug hier, was dieses Gerät hier bieten wird. Ich meine, eine GoPro ist halt eine GoPro. Das ist nicht irgendwas. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein Markenprodukt besitzen werde. Oder besitzen tue ich schon. Deswegen kann ich es kaum erwarten, im Endeffekt jetzt eigentlich das zusammenzubasteln und rauszugehen. Und dann mache ich ein Bild und lade dieses Video sofort ungeschnitten, so wie es ist, jetzt hoch. Füge noch zwei Bilder hinzu. Und zwar mache ich ein Bild, also einen Ausschnitt von meiner Handykamera. Und gucke ich mal, was ich für ein Motiv nehme. Und dann mache ich denselben Ausschnitt mit der GoPro. Und werde dann das Bild halbieren und dann so die zusammenschneiden, dass man sieht, dass das eine Bild GoPro ist und das andere Bild von meiner Handykamera. Und ich denke mal, dass der Unterschied schon gigantisch schon sein wird, allein von dem. Und wenn nicht, dann freut es mich irgendwie, dass ich dann noch gar keine so schlechten Qualitätsbilder habe. Aber ich glaube, sobald die Videos größer sind oder auf dem Laptop sind, dann ist es schon leicht verpixelt. Deswegen fügen wir auch immer die Bilder hinzu, die wir da machen. Also, liebe Leute, freut euch auf die zukünftigen Bilder, Videos, weil die werden qualitativ hochwertig. Und lasst mich einfach mal wissen, was euch eigentlich interessiert, über was ihr eigentlich über unsere Reise was erfahren wollt. Weil bisher habe ich eigentlich wenig erzählt über unsere Reise. Es ist eher so, ich erzähle über die aktuelle Situation. Am Rande, Randnotiz, wir sind übrigens schon 2 Jahre lang unterwegs, nonstop sind wir am Reisen, weil wir beziehen unseren aktuellen Stand, wo wir sind, immer noch als Reise, weil es so ist, wir sind nicht zurückgekehrt nach Deutschland. Wir haben uns gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir werden alles versuchen und alles, was uns mögliche und an Kraft und Energie kosten wird, weiterhin zu reisen, und wir werden versuchen, einmal um die Welt zu kommen. Und um einmal um die Welt zu kommen, ist es ziemlich cool, jetzt solch ein Gerät zu haben. Von daher, bleibt dran, schauen wir mal, was das hier alles noch geben wird. Macht's gut!